Hallo liebe Kids, es ist Endspurt angesagt und die letzte Bewegungs-Challenge steht an. Da dachte ich mir, da mache ich nochmal was Besonderes und habe meine Trainingspartnerin Diana mitgebracht. Diana ist vielfache bayerische Meisterin im Schwimmen und hat jetzt zum Triathlon gewechselt. Im letzten Jahr hat sie genauso wie ich an der WM teilgenommen und deswegen bin ich wirklich froh, dass sie für diese Bewegungs-Challenge mit dabei ist. Hallo zusammen, wie der Niklas schon gesagt hat, ich bin die Diana und ich bin auch Triathletin und nebenbei arbeite ich an einer Schule in Nürnberg. Mir ist ein bewegter Alltag ganz wichtig und deswegen sammle ich fleißig Schritte. Und das ist auch für euch in den nächsten Wochen wieder sehr wichtig. Genau, insbesondere in der nächsten Woche, denn es steht die letzte Bewegungs-Challenge an. Bis zum 30. Januar um 13 Uhr müsst ihr als Klasse schauen, so viele Schritte wie möglich zu sammeln, die dann in Scoring-Punkte umgerechnet werden. Wer dort am meisten Scoring-Punkte erzielt, gewinnt mit seiner Klasse einen Überraschungspreis. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Was noch ganz wichtig ist zu sagen, die Schritte, die ihr mit eurem Armband sammelt, müssen bis zum 30. Januar um 13.30 Uhr in euer Klassenschrittkonto hochgeladen werden, damit sie für die Challenge gewertet werden können. Das heißt, strengt euch an, sammelt so viele Schritte wie möglich und es gibt nichts mehr zu sagen. Also, auf geht's!